Das erste Meisterschaftsheimspiel Saison 23/24 gegen den SC Pyra. Das letzte Duell im Mai entschieden wir für uns mit 4:0. Was ist diesmal möglich? Hier mal die erste Chance der Gäste, Minute 14, mit einem nicht ungefährlichen Schuss. Gleich darauf unsere erste Möglichkeit, aber Hofbauer springt der Ball dann nur auf den Oberschenkel. Auf der anderen Seite Pyra mit einem Kopfball. Nächste Gelegenheit aber wieder für uns. Winter perfekt in den Lauf auf Helle, aber der Abschluss zu zentral. In der ersten Halbzeit die Gäste meist nur durch Standardsituationen gefährlich. Dann hier ein Schussversuch von Schmidt. Auch nicht ganz ungefährlich. Nach dieser Hereingabe von Schlossinger können die Gäste noch glücklich zum Eckball klären. Nun die beste Chance unserer Mannschaft in Hälfte 1, wo die Kugel nach diesem abgefälschten Schuss von Winter nur ins Lattenkreuz fliegt. Nach dieser Aktion von Teichmann trifft der Gegner nicht nur den Ball, der Pfiff für einen Strafstoß bleibt aber aus. Was sagt ihr, Elfmeter oder nicht? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Weiter geht's. Wieder steht da Teichmann im Fokus. Hartes Einsteigen von Hagenauer. Diesmal gibt's aber keine Diskussion. Nach dem Freistoß dann eine schöne Hereingabe von Teichmann auf Helle. Der muss da weiter auf seinen nächsten Treffer warten. Somit der Halbzeitstand 0:0. Aber gleich nach dem Wiederanpfiff eine unglückliche Situation von Hofbauer. Legt somit ideal auf Wielander, der zum 0:1 stellt. Die Antwort lässt aber nicht lange auf sich warten. Weidinger auf Lang. 1:1. Der Ausgleich in der 64. Minute. Hier wieder ein Angriffsversuch von Pyra. Der Gegner bleibt an Schlossinger hängen und der musste den Ellbogen von Valiant kennenlernen. Ist da mit Dunkelgelb noch gut bedient? Gleich die nächste Aktion. Brutales Einsteigen gegen Hofbauer. Der Torschütze zum 0:1 kassiert auch hier nur Gelb. Dafür geht's für uns gleich wieder Richtung Pyra-Tor. Winter auf den frisch eingewechselten Turnherr, der aber noch in der Aufwärmphase steckt. Danach wieder ein Konzentrationsfehler unserer Abwehr, aber zum Glück geht der Ball haarscharf vom Tor vorbei. Noch vor Ablauf der regulären Spielzeit hatte Helle die nächste Chance, aber die Kugel springt ihm da leider auf die Hand. Kurz darauf die nächste Torgelegenheit für Helle nach der Flanke von Turnherr. Der hebt sich seine Treffer aber garantiert für das nächste Spiel auf. In der Nachspielzeit dann die allerletzte Chance für uns, doch noch den Siegestreffer zu erzielen. Schlossinger mit dem Freistoß, Sura steigt am höchsten und trifft per Kopf zur Führung. Yannick Sura mit seinem ersten Treffer in Grün. Und der Schlusspfiff. Wir drehen das Spiel gegen Pyra in allerletzter Sekunde zum 2:1. Nicht vergessen, am 9. September findet unser jährliches Oktoberfest statt. Bis bald!